das mit unserem gemeinsamen Basteln nicht so klappte, weil jeder hat ja irgendwie andere Termine, dachte ich mir, ich mache ein ganz, ganz kurzes, kleines Video zu diesen Wachteleierkartons, die ich als Paket rumgeschickt habe. Die könnt ihr ja verschönern. Dafür habe ich euch ein kleines Materialpaket zusammengeschnürt. Einmal aus einem Stück Designerpapier, das als Banderole genutzt werden kann. Das hat zugeschnittene Maße von 3 Inch auf 8 Inch, falls ihr lieber ein Designerpapier nutzen möchtet, das ihr zu Hause habt. Die Deckelchen habe ich in 3 Inch mal 2 Inch zugeschnitten, dann die Ecken abgerundet und teilweise geprägt. Geht natürlich auch genauso aus Designerpapier. Ich zeige euch einmal mein erstes Werk. Das ist diese Banderole, die ich gemacht habe. Nicht in den Pünktchen, sondern gestreift, die ich einmal komplett rumgeklebt habe. Dann habe ich das Spitzenband drauf gemacht und die Akzente drauf geklebt. Und wenn ihr innen rein noch einen kleinen Gruß mit reinstempeln wollt, braucht ihr noch ein bisschen weißes Papier. 2,5 Inch mal 1,75 Inch. Das wäre meine Variante mit der Banderole. Dann könnt ihr natürlich auch, habe euch ja ein bisschen bunte Mischung dazu getan an Akzenten, das Ganze mit dem Farbkarton einzeln verschönern. Und wie ihr hier seht, passen da perfekt die kleinen Schokoeier rein, sodass ihr das auch gefüllt verschenken könnt. Hier eine Variante mit dem Häschen. Ich bin ganz gespannt, was ihr alle verarbeitet habt, was euch am besten gefallen hat, ob ihr mehr der Hühner-, Häschen- oder Vögelchen-Typ seid. Und hier noch ein weiteres. Wie ihr seht, habe ich die Vögelchen, die ich euch mitgeschickt habe, zerschnitten, um 2 Werke draus zu machen. Das sähe aber bestimmt auch als Ganzes ganz schön aus. Und hier habe ich einmal die Spitzen abgeschnitten und hier habe ich es noch einmal ein bisschen mit einem Marker eingefärbt, dass es nicht weiß ist. Ihr seht, da habt ihr ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln und freue mich auf eure Werke. Tschüss!